So, wir haben Informationen gefunden und fragen uns jetzt, sind diese Informationen wirklich so gut, wie uns die Suchmaschine suggeriert? Wir haben ja schon erfahren, dass durch das Ranking Informationen priorisiert werden oder Dokumente priorisiert werden und die Suchmaschine also glaubt in Anführungszeichen, dass bestimmte Dokumente zu unserer Suchanfrage besonders gut geeignet sind. Und die Frage ist auf der einen Seite, ob wir dem zustimmen und die zweite Frage ist, auf welcher Basis wir das eigentlich tun. Und was wir erreichen möchten, ist ja nicht nur, dass wir Informationen finden, die wir irgendwie gut finden. Wir können ja vielleicht auch Dinge gut finden, die glatte Lügen sind oder auf jeden Fall falsch sind. Wir möchten Informationen finden, die richtig sind und die wahr sind. Jetzt sind das natürlich große Worte, richtig und wahr. Und die Frage ist, wie finden wir das raus? Wir können dieses Problem, glaube ich, nicht jetzt hier auf einen Schlag in einer Präsentation, in einem kurzen Vortrag lösen, aber wir können uns zumindest angucken, was Indikatoren dafür sind, dass oder welche Fragen wir stellen können, wenn wir Dokumente sehen und vielleicht auch ein bisschen aufmerksamer uns angucken, wie gut die Qualität dieser Informationen eigentlich ist. Der Hintergrund dazu ist, dass in Suchmaschinen wir die ganze Bandbreite von Informationen haben oder noch sogar noch weiter gesagt, im Web haben wir die ganze Bandbreite von Informationen. Wir haben hochqualitative Informationen genauso wie totalen Schrott und alles dazwischen. Also ein Stück weit versuchen zwar die Suchmaschinen uns zu helfen, indem sie die Dokumente sortieren. Aber insgesamt muss man doch sagen, dass wir selber ein wachsames Auge drauf haben müssen, welche Informationen eigentlich richtig sind und wie man sich das angucken kann. Das möchte ich Ihnen jetzt in der Präsentation zeigen. Es gibt eine berühmte Checkliste, die heißt CARS Checkliste. Das ist ein Akronym für Credibility, Accuracy, Reasonableness und Support. Und wir werden uns gleich anschauen, was da so drin steht und welche Ziele wir damit erreichen können. Wichtig ist mir vorab zu sagen, ich erwarte jetzt nicht, dass Sie für jedes Dokument, was Sie im Web finden, erstmal so eine umfassende Prüfung vornehmen, aber vielleicht in den Fällen, wo es drauf ankommt und wo wir vielleicht auch schon so ein bisschen fragwürdig oder uns fragen, naja, ist es denn so richtig? Also das eine ist quasi, dass wir erstmal Aufmerksamkeit dafür haben, ob etwas richtig ist oder nicht. Also nicht alles unbesehen glauben. Ich glaube, so weit sind wir alle. Und jetzt kommt die Frage, wenn uns sowas auffällt, wie können wir dann vorgehen und uns überlegen, naja, ist diese Information jetzt zuverlässig oder nicht? Diese CARS-Checkliste enthält, wie gesagt, vier Kriterien. Ich habe es mal hier auf Deutsch übersetzt: Glaubwürdigkeit, Sorgfalt, Angemessenheit und die Frage nach bestätigenden Informationen. Wir gehen die der Reihe nach durch. Es stehen jeweils in der Tabelle Kriterien und das Ziel, was ich damit erreichen kann. Wir beginnen mal mit der Glaubwürdigkeit. Da ist das Ziel, wir möchten eine verlässliche Quelle finden, eine Quelle, die gute Belege liefert, was dafür sorgt, dass wir ihr vertrauen können. Die Kriterien sind dann, ist es eine vertrauenswürdige Quelle, was wir beispielsweise uns angucken können, bekannte journalistische Quellen, Zeit, Spiegel und so weiter, denen werden wir wahrscheinlich eher trauen, als wenn es irgendwo aus einer unbekannten Quelle kommt. Oder auch staatliche Quellen, die eine besondere Sorgfaltspflicht haben, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so weiter. Dann können wir uns anschauen, was sind die Qualifikationen des Autors? Wer hat es eigentlich geschrieben? Hat der entsprechende Qualifikationen? Also Sie können jetzt zum Beispiel bei mir sehen, wenn ich mit Ihnen über Suchmaschinen spreche, dann können Sie sich angucken, ich habe einen Doktortitel, aber ich habe auch einen Doktortitel zu dem Thema. Also manchmal ist es ja auch so, dass man Leute findet, die zwar Professor Doktor sind, aber in einem ganz anderen Bereich, als wozu sie sich gerade äußern. Also bei den Qualifikationen sollte man auf jeden Fall genauer hingucken. Dann ist die Frage bei den Quellen, gibt es da eine Qualitätskontrolle? Das kann auf der einen Seite eine journalistische Qualitätskontrolle sein, also durch eine Redaktion. Auf der anderen Seite kann eine Qualitätskontrolle auch, wie es im wissenschaftlichen Bereich ist, durch andere Wissenschaftler erfolgen. Dann bedeutet das, dass ein Artikel, der in einer wissenschaftlichen Zeitschrift erscheint, vorab von Experten geprüft wurde.
Dann können wir uns bei der Person nochmal angucken, ob es sich um einen bekannten und respektierten Experten handelt, also auf die Person nochmal abzielen. Da werden Sie sicher zu vielen Themenbereichen Experten kennen oder recherchieren können und sich da angucken können, ob die tatsächlich renommiert sind. Und dann haben wir die Zugehörigkeit zu einer Organisation oder gar die Unterstützung durch eine Organisation. Der Unterschied hier ist, dass ich kann Ihnen viel erzählen und kann quasi meine Qualifikation da ausspielen. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel die HAW Hamburg als die Institution, an der ich beschäftigt bin, ein Statement rausgibt. Das würde sicher nochmal anders geprüft werden, als wenn ich persönlich das äußere. Sowas haben Sie zum Beispiel im Gesundheitsbereich, wenn das RKI ein Statement rausgibt, dann ist es nicht die Meinung eines einzelnen Wissenschaftlers, sondern eben ein abgestimmtes Statement, was auf dem State of the Art beruht. Also diese Kriterien können Sie heranziehen, um die Glaubwürdigkeit einer Quelle oder einer Person zu überprüfen. Sie können sich im zweiten Teil angucken, wie sorgfältig das Ganze eigentlich erstellt wurde. Das Ziel hier ist, dass Sie eine Quelle finden, die heute korrekt ist, also nicht die gestern korrekt war oder vor 10 Jahren mal korrekt war. Und es geht darum, eine Quelle zu finden, die die ganze Wahrheit liefert, also nicht irgendwelche Auslassungen hat. Kriterien, die wir hier anwenden können, ist, wir schauen uns an, ob die Quelle aktuell ist. Also bei vielen Themen, wo Informationen schnell veralten, ist es natürlich wichtig, auch aktuelle Informationen zu finden. Wir können uns fragen, ob die Quelle sachlich ihr Thema darstellt, ob sie es detailliert tut, also auch in allen Details, was mit dem Thema umfassend zu tun hat. Also in vielen fragwürdigen Quellen finden Sie eben starke Auslassungen, die Darstellung nur einer Seite von einem umstrittenen Thema. Nehmen Sie sowas wie, es gibt ja durchaus Leute, die behaupten, die Erde sei flach. Da wird alle Argumentation, die das nicht so sieht, weitgehend ausgeklammert. Ähnliches bei dem Thema Evolutionstheorie und so weiter. Also Gegner der Evolutionstheorie, da werden die zentralen Argumente ausgeklammert und es wird also nicht umfassend das Thema dargestellt. Genau, und dann haben wir als Kriterium das Publikum und Zielsetzung, die Absicht nach Vollständigkeit und Glaubwürdigkeit widerspiegeln. Auch das können Sie entsprechend heranziehen, um auf die Sorgfalt zu schauen. Dann können wir uns angucken, ob das Thema angemessen behandelt wird. Wir wollen hier eine Quelle, die sich durchdacht und vernünftig mit einem Thema auseinandersetzt und sich um die Wahrheit bemüht. Da sehen Sie schon die Einschränkung, sowas wie absolute Wahrheit gibt es vielleicht gar nicht, was aber nicht bedeutet, dass irgendwie alles relativ ist und jeder alles behaupten kann, sondern ganz im Gegenteil, gerade diese Kriterien, über die wir im Moment sprechen, da geht es ja darum, dass man der Wahrheit möglichst nahe kommt und eben verlässliche Informationen findet. Kriterien bei der Angemessenheit ist sowas wie Fairness, Ausgewogenheit, Objektivität, sind die Positionen in dem Text gut begründet, gibt es auch keine Interessenskonflikte, Trugschlüsse oder Parteilichkeit, also insbesondere Interessenskonflikte sehen wir bei Quellen, die wir im Web finden, immer wieder. Gerade bei umstrittenen Themen oder Themen, wo beispielsweise Firmen ein bestimmtes Interesse haben, wenn sie mal recherchieren nach typischen Krankheiten, wo die Pharmaindustrie ein Interesse hat, ihnen Medikamente zu verkaufen oder auch sowas wie Atomkraft und solche Dinge. Da werden Sie sehen, dass Sie viele Quellen finden von Verbänden, die von der Industrie beispielsweise bezahlt werden, was jetzt an sich erstmal keine schlimme Sache ist, aber wir müssen wissen, wie wir diese Informationen einschätzen können. Wenn Sie einen Verband haben, der von der Kernkraftindustrie bezahlt ist, dann können Sie wahrscheinlich nicht erwarten, dass die Darstellung auf deren Webseiten besonders ausgewogen oder überparteilich sind. Da bestehen natürlich Interessenskonflikte, von wem man bezahlt wird und was man dann an Meinung äußert. Oder nicht nur an Meinung äußert, ich muss es noch ergänzen, sondern auch, welche Fakten man darstellt und wie ausgewogen die Darstellung ist. Dann haben wir den letzten Bereich, da geht es um bestätigende Informationen. Also finden wir das Ganze auch in anderen Quellen. Es geht darum, oder unser Ziel ist, eine Quelle zu finden, die überzeugende Beweise für die aufgestellten Behauptungen liefert.
und eine Quelle, die man anhand von anderen Quellen prüfen kann. Jetzt gibt es oft die Empfehlung, die auch hier steht, dass mindestens zwei andere Quellen das auch bestätigen sollten. Das haben Sie im Web für so ziemlich alle Themen. Sie werden auch zwei Quellen finden, die bestätigen, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber es kann ein erster Anhaltspunkt sein. Denken Sie sich hier dazu zwei seriöse Quellen, die das Ganze bestätigen. Dann wird eher eine gute Empfehlung daraus. Also es geht nochmal darum, überzeugende Beweise. Das können gute Quellen, Verweise auf wissenschaftliche Texte beispielsweise sein. Und wie gesagt, die Prüfung anhand anderer Quellen. Kriterien hier sind die Nennung von Quellen. Also das ist mal der erste Schritt, dass man überhaupt seine Quellen nennt, woher man beispielsweise Zahlen und Fakten hat. Aber auch sowas wie Kontaktinformationen. Wer hat diese Seite eigentlich erstellt oder diese Information erstellt? Es geht um Nachvollziehbarkeit. Ist das Ganze logisch? Können Sie das nachvollziehen? Behauptungen sind belegt und auch generell dokumentiert, wie man vorgegangen ist. Sie sehen jetzt aus dieser Tabelle, dass es schon eine ganze Menge von Kriterien sind, die man hier verwenden kann. Und die Frage ist ja immer, wie macht man das jetzt? Geht man wirklich alle Kriterien durch? Wenn Sie wirklich eine Sache auf Herz und Nieren prüfen wollen, dann ist es tatsächlich so, dass Sie diese Tabelle zur Hand nehmen können, wirklich alle Punkte durchgehen können. Das kann auch sehr sinnvoll sein. In der Regel werden Sie aber in der Praxis nicht die Zeit und nicht die Muße haben, tatsächlich alles durchzugehen, sondern Sie werden einen Teil verwenden. Und wenn Sie das entsprechend einüben, werden Sie mit der Zeit intuitiv auf diese Kriterien hier schauen. Brauchen also nicht jedes Mal die Checkliste zur Hand nehmen, sondern Ihnen werden Dinge auffallen in Dokumenten, wo Sie sich dann genau die Fragen stellen, die hier aufgeführt sind.